Zum sechsten Mal fand eine Blutspendeaktion der Blutbank Mistelbach im Lahr-Feuerwehrhaus statt. Unter den zahlreichen Spendern aus der Bevölkerung befanden sich auch 15 Feuerwehrmitglieder und einige Bürgermeister aus dem Land um Lahr sowie Landesrat Magister Karl Wilfing. Insgesamt konnten 95 Blutspenden für Menschen in Not an die Blutbank übermittelt werden. Ja, Blutspenden ist wichtig, ganz einfach, weil wir Blut durch nichts anderes ersetzen können. Es gibt immer wieder schwere Verletzungen oder chronische Erkrankungen, wo eben Blut oder die Bestandteile von Blut gebraucht werden. Und wir haben keine künstlichen Möglichkeiten, den Sauerstofftransport im Körper, im Gewebe sicherzustellen. Ist es doch so, dass Blut hin und wieder knapp ist? Blut kann durchaus knapp werden, weil es ist eine riesige logistische Herausforderung, das nicht ewig haltbare Produkt ständig verfügbar zu halten. Daneben haben wir ja die Blutgruppen. Demzufolge ist es eben nicht möglich, jedem irgendein Blut zu geben, sondern es muss eben passen. Blut ist eine Therapie nach Maß, das nur der bekommen soll, der es wirklich unbedingt braucht. Und aus diesem Grund sind wir immer sozusagen auf der Suche, Blutspender, um diesen kostbaren Lebenssaft einzusammeln und dann die notwendigen und wichtigen Blutkomponenten daraus herzustellen. Sie haben es jetzt kurz angesprochen, nicht nur, dass es nicht wirklich lang haltbar ist, es ist auch ein logistischer Aufwand, der dahinter steckt, ein großer. Wie werden diese Blutkonserven jetzt transportiert, wo kommen die hin, wo werden die gelagert und wann werden sie vor allem gebraucht werden oder aufgebraucht werden müssen? Ja, das muss man jetzt ein bisschen unterschiedlich betrachten, vielleicht einmal ganz einfach. Wir arbeiten ja gemeinsam zusammen partnerschaftlich mit der Blutbank in St. Pölten. Das heißt, dass wir beide eigentlich die letzten Blutbanken in Österreich sind, in St. Pölten und in Mistelbach, wo wir unabhängig vom Roten Kreuz einen Blutspendedienst betreiben. Und unsere heute hier abgenommenen Vollblutspenden werden noch heute durch einen Transport nach St. Pölten gebracht und werden dort dann in Folge noch in der Nacht und in den Morgenstunden dann weiter verarbeitet. Das heißt, dass eben das Blut in seine Bestandteile aufgetrennt wird, um daraus Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport verantwortlich sind, zu Konserven zusammengefasst werden und das Plasma oder auch die Blutblättchen. Dementsprechend stehen dann unterschiedliche Produkte zur Verfügung, die auch unterschiedlich lange haltbar sind. Die Blutblättchen, die sind immer ganz dringlich und kurz haltbar, nur maximal 6 Tage. Das heißt, hier ist der Aufwand am allerhöchsten, immer frische Produkte zur Verfügung zu haben. Die häufig verwendeten roten Blutkörperchen, die Erythrozytenkonserven, halten 42 Tage. Das ist dann, muss man schon eine kleine Spanne bis zur Freigabe, es sind ja sehr aufwendige Tests für die Freigabe der Blutkonserven durchzuführen, die teilweise in St. Pölten und teilweise eben der Nachweis auf bestimmte Krankheitserreger wird mit PCR-Testung in Mistelbach durchgeführt für unsere beiden Blutbanken. Das heißt, wir haben ein bisschen eine Aufgabentrennung gemacht. Jeder macht das, wofür er gut vorbereitet ist, auch von der Vergangenheit. Und dann werden eben überwiegend der Teil, den wir bei uns in der Region aufbringen, kommt auch wieder in die Region zurück. Wir bringen rund 9000 Vollblutspenden pro Jahr auf und rund die Hälfte davon wird am Landesklinikum Mistelbach sozusagen verbraucht im Laufe eines Jahres und ungefähr in etwa die zweite Hälfte davon beliefern wir von Mistelbach aus dann die Krankenhäuser der Region Weinviertel, also Hainburg, Korneuburg, Stockerau und Hollerbrunn. Blut ist wahrscheinlich das wichtigste Medikament, das wir heute kennen, weil es eben noch nicht chemisch herstellbar ist und wir daher die vielen tausenden Freiwilligen brauchen, die ihr Blut spenden, damit im Ernstfall dann für andere Blut vorhanden ist. Und daher bin ich glücklich über die vielen Vereine, die vielen Institutionen,
die Blutspendeaktionen durchführen. Gerade hier bei uns im Bezirk Mistelbach gibt es Gott sei Dank sehr viele Aktionen, sodass im Jahr über 1000 eigene Blutspendeaktionen in den Gemeinden durchgeführt werden. Das steht natürlich vor allem im Vordergrund, Leben zu retten. Dazu gibt es auch eine ganz besondere Aktion. Im vergangenen Jahr wurde sie von euch ins Leben gerufen, vom Land Niederösterreich, mit dem Titel Lifesaver. Wird es die auch heuer wieder geben? Ich denke, dass das auch heuer wieder der Fall sein wird. Ich war ja bis zum 19. April auch für die Kliniken zuständig und diese Lifesaver-Aktion ist schon gar von mir ins Leben gerufen worden, wurde schon zweimal durchgeführt. Und wir haben diese vor allem aus dem Grund ins Leben gerufen, um zum einen die Jugend zu motivieren. Es war ein ganz spezieller Jugendschwerpunkt dabei auch ganz bewusst gesetzt, weil wir auch wissen, dass es in der Jugend immer eine Motivation braucht, zum Blutspender zu werden. Und wir auch wissen, dass wenn jemand einmal Blutspenden war, die Wahrscheinlichkeit, dass er öfter geht, eine sehr hohe ist. Und zum Zweiten aber diese Lifesaver-Aktion, und ich denke, dass sie Landesverbandstellvertreter Stefan Bernkauf auch im heurigen Jahr durchführen wird, im Sommer durchgeführt, weil eben im Sommer durch Urlaubszeit und dadurch, dass man in den heißen Tagen anderes zu tun weiß, als Blutspenden zu gehen, auch die Blutkonserven stark zurückgehen und wir daher gerade im Sommer gegensteuern wollten.